So, Rezept für den Meistertrank. Die alchemistische Auralia besitzt ein ganz besonderes Rezept, ein wahres Meisterstück alchemistischer Künste. Leider kann sie es nicht zubereiten, denn eine der Zutaten ist ihr gänzlich unbekannt. Es sucht sie jemand, der ihr sagen kann, wo man diese Zutaten findet oder wie man sie ersetzen kann. Der Meistertrank, der sich mit diesem Rezept brauen lässt, soll danach auch mir zugutekommen und Auralia würde sich mir auf meinen Abenteuern sogar anschließen. Ich muss jemanden finden, der das Rezept von Auralia entschlüsseln kann. Ja, das haben wir jetzt hier. Der Trunk der wahren Macht, nur vor einem wahren Meister herzustellen. Doch wenn es gelingt, so beschleunigt sich die Heilung deiner astralen Energie und der Ausdauer ein Vielfaches. Und die Kräfte aus dir durchfließen deine Adern. Bist du gewillt, dann gehe so vor. Nein, danke. Das ist mir zu viel Text. So, ich wollte ja zu dem Händler hier hinten. Also zum krummen Otto. Nein, da muss ich auf der anderen Seite vom Piraine-Tempel vorbei. Also das hier wird der Piraine-Tempel sein. So, der Kobotto hat hier Hühner und was Leeres. Oh, hallo. Guten Tag. Wollt ihr etwas kaufen? Schaut euch nur um. Sagt, die Hühner dort sind auch zum Verkauf. Aber ja, doch, sehr nützliche Tiere, sage ich euch. Man kann sie braten, kochen, grillen. Oder auch, wer es mag, roh essen. Wollt ihr einen Huhn kaufen? 5 Dukatos gehört euch. 5 Dukaten für einen Huhn? Nein, das ist mir zu teuer. Ich muss dann auf. Auch gehen auf bald. Ja, in dem Ding hat er nichts drin. Oh. Zeigt mir mal eure Waren. Drachenblut, Blutegel, Wolfspfoten. Gruftassel, Augen, Frosch, Fellfetzen. Okay, und eine Schaufel. Ulmenholz mal wieder. Ja, ich denke, um Verbände werden wir uns in der nächsten Zeit keine Sorgen machen müssen. Oh, hier steht auch noch ein Holzfass, was wir zerhauen können. Hela und Krähenfüße. Das heißt, hier haben wir alles aufgedeckt. Wir können noch die Kaserne und den hinteren Teil, also hinter der Grafenresidenz, uns anschauen. Und wenn wir hier durchgehen zur Kaserne, dann steht Bala hier auf jeden Fall rum. Und Feldwebel Erland. Oh, ein eitriger Krötenschemel. Hey, es hat bald geklappt. Krötenschemel ist ein giftiger Pilz, der in der Chemie Verwendung findet. So, stecken wir das Schwert mal wieder weg. So. Hier können wir mit Bala und dem Feldwebel reden. Haltet ein! Nur ein Witz diesmal. Mensch, hab ich Sachen über euch gehört. Aber ich dachte mir gleich, als ich euch das erste Mal gesehen habe: Erland, das ist ein Held, der deines Weges kommt. Ah. Ein paar Nahkampfübungen gefällig? Aber immer doch mal sehen, was ich von euch lernen kann. Ja, Gassenwissen, Fechtwaffen, Schwerter haben wir gelernt.
Offensiver und defensiver Kampfstil. Plus Parade. Zwei Ausdauerkosten pro Parade im Kampf. Ja. Wuchtschlag, Befreiungsschlag, Meisterparade. Innerhalb der folgenden 15 Kampfrunden gelingen die nächsten Paraden oder das nächste Ausweichen. Die nächste Parade oder das nächste Ausweichen immer. Mhm. Ja, Ausdauer könnten wir lernen. Also ja, wir könnten recht viel bei ihm lernen. Gerade Rüstungsgewöhnung und Schildkampf ausweichen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Haben wir auch nicht die Gewandtheit dafür. Ja, dafür bräuchten wir einen offensiven Kampfstil Stufe 1. Für den Befreiungsschlag brauchen wir offensiven Kampfstil. Und hierfür bräuchten wir defensiven Kampfstil. Naja, das hier ist das ist eine Konterfähigkeit. Und hier unten, das ist eher für Gladys. Also eher für Speer, Degen und so. Ja, und gerade noch so für Schwerter, wobei Todesstoß eher für Speere und Fechtwaffen. Ja, Fernkampf ist da bei Gladys und wenn wir später noch aufnehmen, wichtiger. Fahrgrim dann eher in Richtung Hammerschlag. Er kann niederwerfen, obwohl er keinen offensiven Kampfstil hat. Ja, ich werde Fahrgrim wahrscheinlich auf offensiv und mich selber auf defensiv dann trimmen. Amazone voraus. Ich versuche mein Bestes. Aber alles so mit der Zeit. Was wächst hier eigentlich? Wirselkraut? Ich nehme die Sache in die Hand. Gucken wir mal, was wir so alles hier abgreifen können. Okay, das Wirselkraut, das konnten wir einsammeln. Ja. Lass das mal Fahrgrim machen. Wieder Ulmenholz. Oh, ein Silber, drei Hehler. Ja, das ist noch zweimal Wirselkraut. Also wir wissen, dass mittlerweile das Wirselkraut wichtig wäre, wenn wir Heiltränke machen wollen. Hey, Zunderschwamm gibt's hier auch. Oh, noch mehr Zunderschwamm. Also ja, Zunderschwamm ist ein Pilz, der sehr gut Feuer fängt. Ja.
Los! Hier gibt es aber auch noch Einbeeren und noch mehr Wirselkraut. Gute Entscheidung. Schon geschehen. Wird gemacht. Oh, noch mehr Zunderschwamm direkt am Brunnen. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wenigstens die Einbeeren klappen. Natürlich nicht. Ah, da gibt es aber noch Einbeeren. Wenigstens haben die geklappt. Wurzelkraut hier drin, okay. Mausefalle und Fellfetzen. So. Was kann uns Bala noch erzählen? Hallo, nett von euch, dass ihr mich mal in der Kaserne besucht. Womit kann ich euch behilflich sein? Ich wollte nur mal schauen, wie es euch geht. Gehabt euch wohl, okay. Gut, hier hinten kommen wir nirgends raus, also können wir die Kaserne auch hier wieder verlassen. Das ist übrigens eine sehr trostlose Kaserne. Keine Übungspuppen, keine Soldaten. Also im Übungshof. So, wir könnten jetzt hier nach hinten gehen. Also ja, die Kaserne haben wir uns angeschaut. Das heißt, es fehlt nur noch das Gebiet hier. Dann sind wir in der Grafenstadt auch mal durch. Jetzt gehen wir hier nach hinten. Hier sind nämlich die Training. Die Idee war doch prächtig, Brüder, oder nicht? In der Tat, mein Lieber, in der Tat. Da kommt wieder jemand. Hey, ihr da. Lust auf ein Spiel? Klar, immer doch. Spielt eine Runde und gewinnt. Was sagt ihr? Was spielt ihr denn für ein Spiel? Ein Glücksspiel. Ein schnelles Spiel. Ein Spiel, das eure Konzentration fordert. Genau. Ihr müsst gut aufpassen, dann gewinnt ihr auch. Und ihr seht aus wie jemand, der einen wachen Geist hat und gern gewinnt. Also was sagt ihr? Erklärt mir doch erstmal die Regeln und lasst mich dann entscheiden. Nun gut, wir drei stehen in einer Reihe. Dann laufen wir durcheinander. Dann stellen wir uns wieder in eine Reihe. Und wenn ihr mich unter uns dreien dann wieder herausfinden könnt, gewinnt ihr das Doppelte des Einsatzes. Also was sagt ihr? Mit einem Dukan seid dabei. Spielen wir eine Runde? Eine Runde kann ich schaden. Hier habt ihr den Dukaten. Ich habe euch sofort angesehen, dass ihr gerne spielt. Ich bin Borlox, zu meiner Rechten ist Balash, zur Linken ist Bugul. Wie gesagt, findet mich nach unserem Lauf und der Gewinn gehört euch. Alles klar, ich werde gut auf euch aufpassen, Borlox. So ist es recht, los geht's. Ja, ich verfolge ihn einfach mit der Maus. Bin ich's oder bin ich's? Oder bin ich's nicht? Ihr seid Borlox. Richtig, ihr habt mich gefunden. Da habt ihr aber gut aufgepasst, Fremder. Hier euer Gewinn von 2 Dukaten. Was sagt ihr? Noch ein Spiel? Ja, noch eins. Ah, ihr seid ein wahrer Spieler. Ihr gewinnt, wenn ihr mich Borlox findet. Euer Einsatz bitte. Ich bin bereit. Hier habt ihr einen Dukaten. Auf geht's. Wieder in der Mitte. Bin ich's? Ah, dieses Beispiel ist falsch. Ihr könnt euch nicht unterscheiden. Ich bin Borlox. Was sagt ihr? Noch ein Spiel? Menschenkind ist Claire. Es ist doch was faul. Ihr schummelt doch. Ein schwerer Vorwurf. Wir sind ehrbare Leute. Ihr seid Falschspieler. Ich habe genau aufgepasst. Ich werde euch der Garde melden. Wer weiß, wie viele Leute ihr bereits um ihr Schwerfer dieses Geld gebracht habt. Oh nein, wir wollten nur einen kleinen Scherz mit euch erlauben. Bitte ruft nicht die Garde. Ihr bekommt euren verlorenen Einsatz zurück. Das will ich hoffen. Und wenn ich erwische euch noch einmal, dann werde ich euch melden.
Das wird nicht mehr wieder vorkommen. Wir versprechen es. Hier habt ihr euer Geld. Auf zum Festplatz. Vielleicht gibt's da noch spielfreudige Leute. Ja. Wenn ich richtig weiß, gab es die Zwergendrillinge auch schon in Am Fluss der Zeit. So. Das heißt, wir gehen mal hier runter.